Froschgeschwister ziehen um. Von Ken Kimura. Illustriert von Yasunari Murakami. Aus dem Japanischen von Hannah Christen. Erschienen im Nord-Süd-Verlag. Der Cowboy von Hildegard Müller. Erschienen im Carlsen Verlag. Mia schläft woanders. Von Pia Lindenbaum. Aus dem Schwedischen von Kerstin Behnken. Erschienen im Verlag Friedrich Oetinger. Wenn ich groß bin, werde ich Seehund. Von Nikolaus Heidelbach. Erschienen bei Belz und Gelberg. Blumkas Tagebuch. Vom Leben in Janusz Korczaks Waisenhaus. Von Iwona Chmielewska. Aus dem Polnischen von Adam Jaromir. Erschienen im Gimpel Verlag. Das also sind sie, die 6 Nominierungen in der Sparte Bilderbuch. Und hier kommt der Umschlag, auf den wir alle haben. Benedikt. Danke sehr. Hast du schon was gemacht? Achso. Ja, aber natürlich kommt der Umschlag gleich wieder weg. Wir haben da hinten diesen Tresor. Achso, muss ich aufklappen. Das ist ja ganz spannend gemacht. Mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2012 wird das Bilderbuch Mia schläft woanders. Stage now. So. Und bitteschön. Ich habe auch nur eine kurze Frage gleich am Anfang. Brauchen Sie für Ihre Bildergeschichten das Papierbuch oder könnten Sie sich das vorstellen, das auch in interaktiven E-Books darzustellen? Ich will nicht vorstellen, aber ich will vorstellen, dass es ein Film, ein Spielfilm. Ansonsten hätte sie einen Spielfilm. Sie haben die Gelegenheit, hier auf der Bühne noch was loszuwerden, wenn Sie es denn möchten. Nicht die Momo natürlich. Und das noch kurz übersetzen. Would you like to thank somebody or give us some nice greetings? Jag är bara så väldigt förvånad över det här och inte ett dugg nervös. Sie ist ganz überrascht und auch ein bisschen nervös. Also jag är nervös därför att jag trodde att det här var omöjligt. Inte för en sekund har jag trott att jag skulle få det här priset. Sie hätte nämlich niemals auch nur eine Sekunde lang gedacht, dass ihr Buch jetzt wirklich diesen Preis bekommt. Jag tackar jättemycket min översättare, min fantastiska översättare. Sie dankt mir. Also, det finns så många jag vill tacka, men jag ska tacka min man. Und ihr Mann dankt sie auch. Men jag ska berätta den här historien. Alltså när jag berättade för honom att jag hade blivit nominerad till det här fina priset. Jag ringde till honom då. Jag ringde till min man och berättade om att jag skulle bli eller jag blev nominerad till det här priset. Also als sie gehört hat, dass sie nominiert war, hat sie sofort ihren Mann natürlich angerufen. Och då svarade han bara, varför då? Und dann hat er gefragt, warum? Naja, da gibt es heute noch Gelegenheit, einiges zu klären. Diese Überraschung können Sie jetzt erstmal verdauen. Ich darf Sie bitten, hier auf unserem Siegersofa Platz zu nehmen, damit es nicht ganz so leer erstmal ausschaut. Einen großen Applaus nochmal für...